da müssen wir aufpassen, dass wir bei diesen vielen Erinnerungsbemühungen, auch im Fernsehen, nicht immer nur das Monster Hitler und Hitler und seine Generäle und Hitler und seine weiß nicht wen aufzeigen, sondern immer wieder an die Gesellschaft erinnern. Ja, man darf ihn nicht zu einer abstrakten Figur machen. Das ist, was Sie sagen, es ist eine Gesellschaft, in der es passiert ist, in der man, in der es funktioniert hat. Denn das war ja von einer ungeheuren von einem ungeheuren Aufwand. Und das war ja, es hat sich ja Stück für Stück weitergebaut. Es ist ja in die unterschiedlichen, sagen wir auch Positionen und in die unterschiedlichen sozialen Bereiche vorgedrungen. Das waren dann auch, da waren Ärzte, da waren Wissenschaftler. Es waren ja nicht nur fanatisierte, auch Arbeitslose. Das ist immer, heute denke ich, diese Mechanismen natürlich, auch heute wieder zu sagen, wir haben keine Perspektive, es gibt zu viele Arbeitslose. Das waren ja die Momente, die gegriffen haben. Und dann sich vorzustellen, dass auf so unterschiedliche Weise, auf so unterschiedliche, in so unterschiedlichen sozialen und Bildungsständen das möglich war, das ist auch für mich nach wie vor die Frage, die ich finde, die sich stellt, die man gar nicht beantworten kann, wie ist das möglich? Es war ist ein aufgeklärtes Volk gewesen. Und das ist etwas, glaube ich, was uns nicht verlassen darf. Und umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder, auch wenn es vielen Leuten mühsam und anstrengend ist, immer und immer wieder Zugänge sucht, gerade auch zu jungen Leuten, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen und es nicht als Belastung zu empfinden, sondern als eine Chance zu sehen. Heute haben wir eine Demokratie. Wir sind fähig, unsere Gesellschaft zu prägen. Wir dürfen Ja sagen, Nein sagen, wir können Vorschläge machen. Wir sind diejenigen, die diese Chance hat. Und das muss man, glaube ich, auch gerade jungen Menschen immer wieder bewusst machen, dass das kein selbstverständlicher Zustand ist, in vielen Ländern immer noch nicht. Wir haben dieses Glück und deshalb sollte Geschichtswissen und speziell das Wissen um unsere Biografie nicht belastend sein, sondern wir sollten uns nur als Chance sehen. Applaus.